das Buch zu schreiben. Also ihr Leben geht weiter und es gibt wenig Platz oder für eine Art von Versöhnung. Ihre Schwester ist auch gläubig geblieben und geht dann auch in einer religiösen Schule weiterhin. Aber sie versucht trotzdem, es ist nicht schade, sagt sie dazu, sie versucht trotzdem den Kontakt, dass es immer bleibt, obwohl man vielleicht bei, also die drei Leute dann, also Lalo und ihr Bruder und ihre Schwester, einen total anderen Lebensstil haben. Elle dit c'est une longue histoire. Pour les parents, pour l'instant, on ne les voit pas. Elle dit que c'est mieux ainsi, en tout cas. Mais elle voit encore son frère et sa sœur qui entre-temps a 12 ans. Et elle a le contact avec sa sœur via son frère. Donc en fait, les parents ne sont pas au courant qu'ils se voient, mais ils se voient régulièrement. Et elle dit que ça reste difficile quand même parce que le frère et la sœur ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle a écrit, avec ce qu'elle pense. Donc, elle dit, quand ils se voient, ils essayent d'éviter de parler de ça, bien sûr, du livre, mais aussi de parler des parents, de parler de la famille de manière générale. Ils vont tout simplement parler d'autres choses, histoire que les rencontres soient quand même gays. Voilà, donc elle fait sa vie à part. Elle est aussi en train d'écrire un deuxième livre. Elle écrit pour le journal. Il n'y a pas vraiment la place pour pardonner ou pour se retrouver à ce niveau qu'il y avait avant. Et elle dit aussi que sa sœur, elle porte le voile, elle va à l'école du courant, donc ça reste un petit peu dur pour elle, ou surtout elle dit que c'est awkward, un peu malaisant dans la relation, mais en même temps elle trouve ça pas dommage. Elle dit que chacun doit vraiment vivre la vie qui le rend heureux. Donc c'est très bien comme ça. Ok. Nächste Frage für Jenny Erpenbeck. Prochaine question pour Jenny Erpenbeck. Ja, ist irgendwie. Was hat sie genau dazu bewegt, diesen alten emigrierten Professor als Hauptperson zu nehmen, der meiner Meinung nach, also das ist jetzt mein persönliches Empfinden, auch ein leicht verbitterter und auch komischer Mann war? Pourquoi avez-vous choisi ce personnage principal qui est ce professeur vieux, émérité, un peu distant pourquoi ce personnage principal? Ja, frage over hoofdpersonage, de oude professor. Inderdaad, dus waarom heeft u die als hoofdpersonage gekozen? Een oude professor die licht verbitterd ook is. Naja, also erstmal würde ich sagen, so sind die Menschen. Also es gibt Leute, die seltsam und verbittert sind. In einem gewissen Sinne ist es vielleicht eine Coming-of-Age-Geschichte auch von jemand, der eben schon ein bisschen älter ist. Auch ältere Leute können Entwicklung durchmachen. Eigentlich, ich hatte immer die Vorstellung, also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch schon gelesen, Ich habe immer gesagt, ich wollte gerne das Buch, also ich wollte ein dickes Buch schreiben und wollte das so als Ziegelstein in die bürgerlichen Wohnzimmer reinwerfen. Und habe irgendwie gedacht, ich möchte einfach eine Hauptfigur haben, die einen Anknüpfungspunkt gibt für alle diese Leute, die eigentlich, sage ich mal, auf Sinnsuche sind und auch, sagen wir mal, unter ganz guten Bedingungen leben in Deutschland und die nicht wissen, dass es viel zu tun gibt. Ja, und es hat auch funktioniert. Also es, ich glaube, ein anderer deutscher Schriftsteller, ich glaube Martin Walser, hat mal gesagt, wenn alle Leute, die ein Einfamilienhaus haben in Deutschland, auch nur einen Flüchtling für ein Jahr aufnehmen würden, dann wäre das Flüchtlingsproblem auf einen Schlag gelöst. Fand ich sehr schön. Gut. Inderdaad, het idee dus van die verbitterende man, daar geeft mevrouw Erpenbeck bij aan. Ze zijn sommige mensen nou eenmaal, dat gebeurt daadwerkelijk.
Tegelijkertijd het aspect van oud werd ook wel naar voren gehaald. En verbonden aan het concept van coming-of-age romans. Dat normaal natuurlijk vooral past bij jullie leeftijd. Maar ook oudere mensen kunnen nog een ontwikkeling doormaken. Nou, en ik wilde, zij wilde dus een dik boek schrijven en als een soort van baksteen in een woonkamer smijten. Vooral dus voor een soort van, ja, de burger die onder goede omstandigheden leeft en zijn burgerlijke leventje leeft en niet weet wat er allemaal buiten speelt en wakker rammelen. Nou, en hier refereert zij ook nog aan Martin Walser. Die ook een statement heeft gedaan over vluchtelingen. En daarbij dus inderdaad ook zegt van nou, als iedereen die in een land woont en in een eensgezinswoning woont, een jaar lang één vluchteling in huis zou nemen, nou, daarmee komen we heel ver. Elle dit les gens sont ainsi, parfois ils sont bizarres et un petit peu distants. Et dans un sens, c'est aussi une histoire de coming of age. Donc, normalement, une histoire qu'on voit avec des jeunes qui se développent, mais là, c'est aussi les personnes plus âgées qui peuvent encore faire des pas vers l'avant et se développer. Elle avait surtout envie d'écrire un gros livre, d'écrire une brique qu'elle pouvait lancer dans les salons bourgeois chez les gens pour les faire trembler un petit peu. Elle dit que c'est un livre pour ceux qui cherchent un sens à leur vie aussi, pour les gens un peu aisés dans notre société qui ne savent pas qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans la société, qu'il y a des endroits où on peut aider. Et elle fait référence à un autre écrivain allemand, Martin Walser, qui a dit que tous ceux qui possèdent, si jamais tous ceux qui possèdent une maison unifamiliale accueillaient un réfugié, toute la crise serait résolue. Okay. Nächste Frage. Prochaine question. Je pense, plus besoin de le dire, vous levez déjà la main. Das kann ich mehr sagen. Ihr hebt schon die Hände. Wunderbar. Ja. Ich wollte fragen, was hat sich eigentlich jetzt in Ihrem Leben verändert, nachdem Sie Gottes Segen bekommen haben? Ma question est, qu'est-ce qui a changé dans votre vie après que vous avez eu la bénédiction de Dieu? Wat is er in uw leven veranderd na de benediction? Ja, de zegen van de zegen. Ja, de zegen Gods. De zegen Gods. Ja. Ja, precies. Nou ja, ik geloof niet in God, maar ik vond het zeg maar flauw om het boek af te sluiten met. Ja, ik geloof niet meer en godsdienst is stom en iedereen die wel gelooft is stupid. Dus dat was mijn verhaal. Dus ik verzon er eigenlijk een beetje een einde aan waarin ik een droom had met God. Die heb ik niet echt gehad. Dat is ook eigenlijk de enige fictie in dit boek. Waarin God mij inderdaad zijn zegen geeft en daarmee, ja, mijn familie ziet dat als spottend trouwens, maar daarmee kun je ook zien, ik zag dat als een manier om ruimte te geven aan je eigen invulling van de religie. Omdat ik weet dat er heel veel, met name vrouwen, maar ook homo's of andere mensen die heel veel moeite ervaren met bepaalde teksten uit het geloof, dat ze toch een beetje ruimte krijgen om hun eigen invulling eraan te geven. Omdat ze sommige dingen wel heel fijn vinden aan dat geloof. En niet alles in één keer weg willen doen. Omdat ze zich daar niet fijn bij voelen. Nou, ik heb dat wel gedaan, maar ik wilde heel graag die mensen bij me houden of zo. Door dit boek te laten lezen. En ook tegen die mensen zeggen, je hoeft niet het hele geloof te verlaten. Je kan ook kritisch zijn binnenin het geloof. Dat is eigenlijk waarom ik besloot deze droom op te schrijven. En dus ik geloof niet echt dat ik de zegen van God heb in mijn leven, maar ik geloof er wel in dat ik in die zin gezegend ben, omdat ik wel op dit moment vrijer ben dan ik ooit geweest ben. Ik voel wel dat ik totale vrijheid heb om mijn leven in te vullen zoals echt ik dat wil, zonder me met heel veel dingen, zonder met heel veel dingen rekening te houden. En hele ingewikkelde dingen waar ik zelf niet mee eens ben. Dus in die zin voel ik me, ja, vrijer dan ooit. En
ik denk zelf niet dat dat een zegen van God is, maar dat dat meer een zegen van een dappere keuze maken en voor vrijheid kiezen is. En ik hoop dat andere mensen die niet het geloof willen verlaten, dat ze toch geloven dat ze de zegen van God hebben om hun vrijheid, om hun eigen vrijheid te kiezen. Ja, also zuerst hat Lale gesagt, dass sie also nicht an Gott glaubt, das schon mal zuerst. Und vielleicht war es auch so ein bisschen, ja, bisschen öde, dann der Roman damit mit dem Fragment jetzt zu enden, abzuschließen. Und was sie dazu auch gesagt hat, war, dass dieser Aspekt des Traums eigentlich, das ist eigentlich der einzige schon, also die einzige Fiktion, die es eigentlich in dem ganzen Buch gibt. Genau, und für sie ist es auch eine Art, um irgendwie Raum zu schaffen für eine eigene Interpretation auch der Religion. Und es gibt natürlich Gruppen, die damit echt große Schwierigkeiten haben, da sie diese Freiheit nicht haben, also zum Beispiel homosexuelle Frauen und so weiter. Und sie hat dann das, also sie hat sich sehr viel Raum sofort genommen, aber das muss man nicht alles sofort voll und ganz nehmen, aber sie wollte das auf jeden Fall schon mal zeigen an diesen Gruppen, die auch Teil der Religion sind und damit Schwierigkeiten haben, sich damit zu identifizieren. Und also auf dieser Suche sind dieser Freiraum. Man muss nicht sofort den ganzen Glauben voll und ganz verlassen. Und darum, das ist eigentlich der Hintergrund, darum hat sie sich entschieden, das an der Art, also dieser Traum, zu beschreiben, zu schreiben. Also dieser Segen, sie ist nicht der Meinung, sie ist vielmehr der Meinung, dass es kein Segen ist, also dieser Traum, also für sie selbst dann eigentlich dann mehr, sondern sie hat sich diese Freiheit genommen und fühlt sich auch freier, also fühlt sich auch viel freier jetzt im Moment deswegen. Elle dit premièrement, je ne crois pas en Dieu, mais ça aurait été un peu bateau ou bof de finir le livre en j'y crois pas, voilà, tous ceux qui croient sont bêtes. Donc voilà, elle a inventé ce rêve à la fin qu'elle vient de lire, et elle dit que ça d'ailleurs c'est le seul moment de fiction dans le livre. Vraiment ce rêve, elle n'a jamais eu, mais elle a imaginé en tant que fin. Elle voulait surtout créer un espace, faire de l'espace pour une interprétation propre de la religion aussi, dire qu'on peut y trouver ses repères, on peut mettre ses propres limites. Elle dit qu'il y a des groupes qui ont un peu plus dur à pousser les limites, enfin des femmes, des personnes homosexuelles. Elle a pris toutes les libertés d'un coup. On n'est pas obligé de faire ça, on n'est pas obligé de renoncer complètement à la foi, mais on peut y remanier un petit peu. Donc pour revenir sur ce côté de bénédiction, elle dit qu'elle est bénie dans le sens où elle est plus libre en total. Elle est plus libre, elle a la liberté totale, elle est plus libre que jamais, et c'est peut-être pas une bénédiction par Dieu, mais une bénédiction, si on veut utiliser le mot, par un choix courageux qu'elle a pris elle-même. Okay. Nächste Frage. Gerne wieder an Jenny Erpenbeck. Hände hoch, das Mikro ist da hinten im Saal, hier vorne sind ein paar, oder? Also ich habe ein Interview von Ihnen gesehen und in der haben Sie gesagt, dass Sie die Erfahrung selbst erlebt haben. Und deswegen wollte ich Sie fragen, inwiefern Sie sich mit Richard identifizieren und wieso Sie eine männliche Figur gewählt haben statt einer weiblichen. Elle a dit, j'ai vu une petite interview avec vous et là-dedans vous avez dit que c'était du vécu propre. Que vous-même, vous avez vécu cette situation. Et donc, je voulais savoir pourquoi avez-vous choisi, à quel point est-ce que vous vous identifiez avec Richard et pourquoi avoir choisi un personnage principal masculin plutôt qu'une femme.
Ja, deze leerling gaf inderdaad aan dat ze een interview heeft gezien met mevrouw Erpenbeck. En daarin heeft mevrouw Erpenbeck dus gezegd dat, dat, u zelf, dat ze zelf dus die situatie heeft beleefd. In hoeverre, dat is dan de vraag, identificeert u zich met Richard? En waarom heeft u een mannelijk in plaats van vrouwelijk hoofdpersonage gekozen? Ja, das knüpft ganz gut an die vorige Frage an. Also als Frau kommt man leicht in den Ruf, dass man das Helfersyndrom hat oder dass man attraktive Afrikaner kennenlernen möchte. Das alles war bei mir nicht der Fall. Ich bin im Prinzip als Mann in diese Flüchtlingsheime reingegangen und habe die Gespräche als, naja, nicht als Mann, aber als sozusagen als neutrale Person geführt. Und ein großes Thema des Buchs ist die Abwesenheit von Frauen, also die fast, naja, sagen wir mal 98% beträgt. es gibt in dem... In diesem ganzen Leben, was diese ja oft, zu, also in häufiger sind es natürlich junge Männer, die überhaupt diese Flucht überstehen. Es gibt in diesen Flüchtlingsheimen oft ja eine große Einsamkeit, eben nicht nur in Bezug darauf, dass die Männer keine Frauen dort haben oder haben können, sondern auch, dass dieser ganze Komplex Familie wegfällt, Kinder, also alles, was ein normales, auch menschliches Leben ausmacht im Alter zwischen 20 und 30, fällt schon mal weg. Und der Richard ist nach dem Tod seiner Frau auf eine ähnliche Art einsam. Und ich fand es ganz schön, dass er auch für die jungen Männer so eine Art Vaterfigur wird, weil viele von diesen jungen Männern, mit denen ich gesprochen habe, haben durch kriegerische Ereignisse, durch die Umstände ihre Väter verloren. Und mir schien das irgendwie eine gute Art von Beziehung auch zu sein, die man da entwickeln kann in dem Buch. Ja, als vrouw heeft men al gauw het idee van een helpersyndroom of een vrouw die dan inderdaad op de Afrikaan valt en die wil leren kennen. Ben ik dus als man of eigenlijk veel meer als neutraal persoon inderdaad onder vluchtelingen gekomen en heb ik daar gesprekken gevoerd. En de afwezigheid van vrouwen is inderdaad bijna een thema in het werk. Goed, en dan gaat ze verder in op inderdaad die jonge mannen. Vaak zijn het jonge mannen die de vlucht overleven. En in grote eenzaamheid dan leven. En het gaat niet zozeer om alleen het gebrek van de vrouw, maar veel meer van het menselijk leven in een bredere zin. Dat is niet zozeer een idee van vrouw en kinderen dan. Je bent vluchteling. De connectie met Richard is eigenlijk dan wel heel interessant, want hij is eigenlijk op eenzelfde manier eenzaam na de dood van zijn vrouw. En fungeert als een soort van vaderfiguur ten opzichte van of tegenover deze vluchtelingen. En veel mannen die mevrouw Erpenbeck dus zelf heeft gesproken, vluchtelingen, die hebben ook hun vaders verloren. Dus zie hier eigenlijk weer de link. C'est un bon lien avec la question qu'il y avait avant. Pour les femmes, souvent, on associerait ça au syndrome de celui qui veut aider, absolument, ou bien les femmes seraient vues comme quelqu'un qui veut faire la connaissance d'Africains sympas. Donc elle ne voulait pas ça. Et elle dit qu'elle-même, elle est rentrée là-dedans plutôt comme un homme ou comme une personne neutre. Mais effectivement, c'est un grand thème de ce livre, cette absence de femmes. Elle dit à 98%, il n'y en a pas. mais c'est aussi parce qu'en effet, souvent ce sont des jeunes hommes
qui arrive en tant que réfugiée dans les pays, et elle dit qu'il y a une énorme solitude qui règne dans ces lieux, une solitude parce que justement ces hommes sont là sans famille, sans femme, sans enfant, donc il y a un gros bout de leur entourage de la début vingtaine, trentaine qui leur manque, et que là il y avait aussi un lien à créer avec la figure de Richard, si on veut, cette solitude qui était assez similaire parce que lui il avait perdu sa femme auparavant. Donc il se retrouve dans la même situation de solitude, et elle dit aussi ça fait que lui il était comme une figure de père pour tous ces réfugiés là qui eux aussi avaient souvent perdu justement leur père à cause de la guerre. Donc elle trouvait que ça c'était une relation très très intéressante à développer, cette relation entre Richard qui peut remplacer dans une sorte ou être un père dans une sorte pour ces jeunes réfugiés. Ok. Weiter geht's. On continue. Il y a beaucoup de bras ici en bas. Viele Hände oben hier unten. Oder hast du schon gefunden? Also ich würde gerne wissen, hätten Sie vorher gewusst, dass die Nachricht des Buches von manchen Seiten missverstanden werden würde? Hätten Sie etwas anders gemacht oder waren Sie sich diesen Gefahren schon vorher bewusst? J'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez su avant que des messages du livre aurait pu être détourné, et si oui, est-ce que vous auriez fait différemment pour quelques passages? Ja, achteraf, dus na het schrijven inderdaad, had u betreft eigenlijk de boodschap van het boek, hè, dus hoe die daarna worden geïnterpreteerd, had u dan anders geschreven als die interpretaties zo verder gingen? Ja, goede vraag. Ik heb veel momenten gehad van spijt eigenlijk, omdat ik met hele heftige reacties te maken had. Natuurlijk binnen de familie, maar dat had ik op zijn minst, dat had ik wel min of meer verwacht natuurlijk. Maar ook buiten de familie om. Ik wist niet dat mensen zo boos zouden worden. Ik had niet het idee dat ik het geloof heel erg had bespot of beledigd. Maar toch kreeg ik heel veel dreigementen. Ik heb rechtszaken gehad. Er heeft iemand celstraf gekregen vanwege dreiging. Dus dat waren wel allemaal momenten waarbij ik mezelf wel afvroeg van wat heb ik nou gedaan en was dit het wel waard? Dus op die momenten dacht ik wel van ja, ik kon het wel misschien wat milder schrijven of op een andere manier schrijven. Maar op dit moment denk ik weer van nee, dat is eigenlijk vrij absurd. Omdat je dan heel erg aan het pleasen bent. En je eigen vrijheid van meningsuiting zelf censureert eigenlijk. En beperkt. Omdat je dan een ei over je bol krijgt van iedereen. Maar ik denk dat het juist belangrijk is om dingen die mensen boos maken of taboe zijn. Of mensen als belediging kunnen ervaren. Om dat juist wel te zeggen. Omdat je anders heel veel boeken en kunst kunt afschaffen. En ik denk dat het in de christelijke wereld natuurlijk niet anders is gegaan een aantal jaar terug. Dat was ook niet met een fluwelen handschoen. Dus op dit moment denk ik nee, dat zou ik eigenlijk niet moeten doen. Ik merk wel dat nu ik mijn tweede boek aan het schrijven ben, dat het heel moeilijk is om bepaalde uitspraken te doen waarbij ik weet dat er mensen boos over gaan worden. Dus op dit moment ben ik eigenlijk wel een soort van milder aan het schrijven. Omdat ik denk, anders heb ik weer heel veel mensen boos gemaakt. Maar het hoort eigenlijk niet zo. Ik denk wel dat iedereen gewoon de stijl en het verhaal moet vertellen zoals die dat wil. En ik vind het eigenlijk jammer dat schrijvers daar of kunstenaars daar rekening mee moeten houden. Omdat ze anders uitgescholden worden. Dus kort antwoord op de vraag. Ik had het niet anders gedaan. Ja, es gab schon Momenten von Reue. Und es gab auch innerhalb der Familie, das wurde natürlich schon vorher erwähnt, viele Reaktionen, die auch heftig waren, aber auch außerhalb der Familie. Zum Beispiel von Menschen, die da
gleichen Religion anhängig sind. Und das hatte sie eigentlich nicht erwartet, dass da sie eigentlich findet, dass sie auch die Religion nicht, dass es da keine Religionskritik gibt in dem Buch, in ihrem Roman. Es gab auch viele Drohungen und es gab auch Leute, die dafür eine Strafe bekommen haben, sogar in den Knast gegangen sind dafür. Also es gab schon Momente, wo sie gedacht hat, ja, hätte ich das vielleicht nicht ein bisschen, ja, nicht so heftig schreiben müssen. Schon, absolut. Und doch, trotzdem, nein. Also sie ist schon absolut davon überzeugt, dass sie hätte es trotzdem wieder so getan. Und weil diese Meinungsfreiheit, dass diese Freiheit des Schreibens auch, das ist das Allerwichtigste. Und wenn man sich das anschaut, hätte man viele Bücher und viel Kunst in der Geschichte schon absolut abschaffen können. Und das ist in der christlichen Welt nicht anders. Und jetzt ist sie natürlich beschäftigt mit dem zweiten Buch. Und da stimmt, da gibt es auch so Aussagen, die sie macht, wo sie denkt, okay, die sind vielleicht schwierig, diese Aussagen zu schreiben und zu publizieren später. Da wird es bestimmt sehr viele Reaktionen geben und Leute sind bestimmt sehr genervt davon, aber trotzdem findet sie, dass ein Autor, ein Schriftsteller soll seinen eigenen Stil und seiner eigenen Geschichte treu bleiben. Und also zum Schluss, sie hätte es nicht anders gemacht. Ah, bonne question. Tout d'abord, elle a eu quelques points de regret dans les réactions, dans le sens où dans sa famille c'était dur, elle s'y attendait, mais même en dehors de sa famille, ça, elle s'y attendait un petit peu moins. Les personnes qui sont dans le même groupe religieux, parce qu'elle dit qu'elle n'a pas fait de critique de religion en tant que telle dans le livre, mais elle a vraiment eu beaucoup de menaces. Il y a des gens qui sont allés en prison pour ça. Donc c'était très très dur. Et parfois elle s'est demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que peut-être j'aurais dû écrire de manière un peu plus douce ici ou là? Mais en même temps elle dit que non. Non, parce que c'est vraiment cette liberté d'expression qui prime. C'est ça ce qui est le plus important. Et si jamais il fallait censurer des œuvres, bah, il y en aurait eu tout plein dans l'histoire. Des œuvres... pas seulement des livres, mais aussi d'autres œuvres artistiques où il aurait fallu prendre en compte ça et ça. Et elle dit que d'ailleurs, ce n'est pas différent dans le monde chrétien. Ce n'est pas quelque chose qui est propre au groupe religieux duquel elle est venue. Et là, pour l'instant, elle est en train d'écrire un deuxième livre. Par contre, ici, elle se demande quand même parfois, où elle dit que c'est difficile d'écrire quelque chose parce qu'elle sait qu'il y a des gens qui vont être très embêtés par ça. Mais en même temps, elle trouve qu'il faut absolument rester fidèle à son style, à son histoire. Et donc, pour une réponse courte, non, elle n'aurait pas fait différemment. Da waren vorhin noch ganz viele Hände oben für Fragen für Jenny Erpenbeck. Da unten ist eine, zwei. Si vous avez choisi votre première de couverture, pourquoi avoir fait ce choix-là? Est-ce que ça a un rapport avec le contenu du livre ou ça a juste un rapport avec une pensée que vous avez eue par rapport au contenu? Die Frage geht ans Cover. Wie das gewählt wurde, hat das was mit der Geschichte zu tun oder ist das einfach schön oder wie kam es dazu? Ja, kurz auf Niederländisch. Ach so, ja. das ist eine Frage über den Umschlag von Buch. Die Köse, dus, daarachter heeft es einen Link mit dem Verhaal. Köse, dus, von der Umschlag. Alle Sprachen? Ja. Gut. ich habe, also einer von den Flüchtlingen, mit denen ich gesprochen habe, ist Tuareg. Und wir haben uns einmal unterhalten und ich habe ihn, also er ist oft, seit er 12 war, ist er mit der Karawane immer nach Libyen gezogen und hat, also die haben Kamele verkauft. Und ich habe ihn gefragt, wie sie das machen, dass nachts die Babycamels, also die Babykamele nicht weglaufen in der Wüste. Und dann hat er gesagt, ja, wir machen so ein Gehege und er hat mir das Gehege aufgezeichnet. Und ich fand die Zeichnung eben so schön,
Und wir hatten eigentlich den Zettel also nach der Besprechung dann zusammengeknüllt und in den Papierkorb geworfen. Und ich bin dann so nach ein paar Schritten auf der Treppe, dachte ich so, nee, die ist eigentlich schön, die Zeichnung, und bin nochmal zurück und habe die aus dem Papierkorb wieder rausgefischt. Und deswegen ist auf dem Umschlag, also auf dem deutschen. Ja. Oliver, können wir das nochmal da an der hier? An den Beamer haben, so. Das Cover? Also deswegen ist auf dem deutschen Umschlag sind hier auch so ein paar Knittern auch drauf, weil das wirklich so zerknittert war. Also links, da sieht man so ein bisschen dieses gefaltete Papier. Und ich fand sowieso, dass er gut zeichnen kann, und ich habe das einfach sehr, sehr gerne gemocht. Und ich fand, eigentlich hatten wir sogar überlegt, ob wir für alle Länder sagen, die müssen das auf den Umschlag machen, hat aber nicht geklappt leider. Und mein Verlag, mit dem musste ich auch ziemlich kämpfen, weil Verlage wollen immer, dass die Bücher bunt aussehen sollen, damit sie auch gekauft werden. Also die Verlage sind überhaupt keine Fans von schwarz-weißen Umschlägen. Aber ich war sehr froh, dass ich das dann doch bewilligt bekommen habe. Elle dit que pour la couverture allemande, donc c'était un des réfugiés avec lesquels elle a eu ses conversations, c'était un Touareg qui, depuis ses 12 ans, se baladait dans le désert, enfin allait vers la Libye pour vendre des chameaux. Et en fait, elle était intriguée, comment vous faites la nuit pour que les bébés chameaux ne s'enfuient pas? Et il a dit, ben, c'est simple, nous on fait un petit clos pour les mettre dedans. Donc il a dessiné ce clos des bébés chameaux, et c'est ce que vous voyez, c'est le cercle sur la couverture. Donc voilà, ils l'avaient dessiné lorsqu'ils avaient ce dialogue-là, après ben, ils l'ont mis à la poubelle, elle est partie, et en fait, après quelques pas, elle s'est rendue compte, tiens, c'était quand même un dessin assez sympa, elle est retournée à la poubelle, elle est allée chercher le petit papier, et le voilà. Et du coup, sur la couverture allemande, vous voyez encore les petits plis, parce que du coup, ça a été replié. Elle trouvait ce dessin vraiment très très beau, elle trouvait qu'il était très doué. Ils avaient même réfléchi à imposer à toutes les maisons d'édition de vraiment mettre cette couverture-là. Bon, ça n'a pas marché, parce que surtout, elle dit que même au sein de sa maison d'édition allemande, ça a été assez dur, parce que normalement, les maisons d'édition aiment bien quand les couvertures sont tout flash, tout plein de couleurs, tandis que ouais, du noir et blanc, ça passe mi. Mais ça a été, et elle en est très contente. Ja, die boekomslag ligt eigenlijk vooral bij een vluchteling eigenlijk als idee. Met deze vluchteling heeft zij gesproken. Hij is vaak naar Libië gegaan vanaf zijn 12e, waar dan kamelen verkocht werden. De vraag die zij dan eigenlijk stelde aan hem was, nou, hoe kan het nou dat 's nachts dat ze niet weggaan, dat ze niet weglopen. Nou, dat, en dat was dus een bepaalde vorm van een omheining die er dus was, waardoor het dus ook niet gebeurde. En nou, daar heeft hij kon ook heel mooi tekenen, daar heeft hij een tekening van gemaakt, dat is eigenlijk wat we dus ook hier zien. En die tekening is in de prullenbak beland, maar die heeft ze er dus later, is er vandaag dat toch uitgehaald. En hij kan namelijk zo goed tekenen. En nou, dan kom je bij de kwestie van de uitgever, die, zoals we wel vaker bij deze lezing hebben gezien, veel macht hebben natuurlijk, hè, voor wat betreft boekomslagen. Zij vond eigenlijk zelfs, ze was zo overtuigd van deze boekomslag, dat ze vond, nou ja, in ieder land waar dit boek uitkomt, moet er deze boekomslag zijn. Geen keuze. Maar goed, dat is natuurlijk een illusie. Zelfs de Duitse uitgever, daar was het een gevecht mee. Want ja, een zwart-witte boekomslag, dat is niet echt hip. Liever wat kleur. Maar het gevecht heeft ze toch gewonnen en het is gelukt. Gut, nächste Frage. Hier ganz vorne. Nee, jetzt mal ganz nach hinten. Aber noch gar nicht. Ups. Das reicht. Danke. Ich bin selbst Muslim und toen ich uw Buch las, kwam het heel erg dicht bij huis aan. Ich las vor allem negative Gebeurtenissen in uw verhaal, wat logisch is natuurlijk. Maar ik vroeg me toch af, er moeten toch wel leuke herinneringen zijn of positieve dingen die toch altijd mee zijn gebleven, ondanks dat dit zijn gebeurd.
er zou dan toch altijd toch iets bij u moeten blijven. En ik heb ook nog twee vragen. Mijn tweede vraag is eigenlijk, ik las ook veel dingen waarmee ik het met u eens ben, waarvan ik ook denk van ja, daar kan ik me ook wel in vinden. En bepaalde zaken met betrekking tot de religie, daar dacht ik weer van ja, ik snap wel wat u bedoelt, maar daar kunt u niet omheen. Het zijn gewoon regels. Zo is het eigenlijk gewoon. En ik dacht eigenlijk, denkt u dat u door een grote, dat u een afkeer heeft gecreëerd door de negatieve gebeurtenissen die u heeft meegemaakt eigenlijk? En mijn derde vraag was, u had het net over dat u niet zo veilig was en dat u best wel heftige dingen meemaakte na het publiceren van uw boek. Dus mijn derde vraag is eigenlijk, hoe zit het nu met uw veiligheid? Kunt u wel gewoon op straat op? Want ja, dat vind ik best wel heftig eigenlijk, ondanks alles. En ik respecteer uw keuze, ook al ben ik het niet met alles eens, maar oké. Okay. Dankjewel voor je vraag. Wir übersetzen es doch mal kurz auf Deutsch. Also das waren drei Fragen. Gut, also die erste Frage handelt von den negativen Ereignissen im Buch. Und also der Leser fragt sich in dem Sinne, also gab es auch, genau, selber auch Muslim, ne? Also gab es trotzdem auch gute Erinnerungen, positive Sachen, die ihn auch geprägt haben im Leben, die auch noch immer da sind. Das war die erste Frage. Die zweite Frage, also handelt von bestimmten Sachen, die mit der Religion, in Beziehung zur Religion, und der Leser hat auch gesagt, ja, ich verstehe das, dass sie das so beschrieben haben, aber es sind eigentlich auch Regeln, ganz einfach Regeln und man kann das nicht vermeiden, die sind einfach so. Denken Sie, dass Sie deswegen einen bestimmten Hass eigentlich kreiert haben und negative Gefühle bekommen haben durch diese negative Ereignisse in Beziehung der Religion, zur Religion in der Jugend? Und die dritte Frage, wie steht es eigentlich im Moment mit Ihrem Schutz? Also fühlen Sie sich safe, also sind Sie safe im Moment? Voilà, c'était trois questions. Il dit que lui-même, il est musulman. Il se dit, il doit quand même y avoir des souvenirs positifs qui vous restent en tête, enfin quelque chose de positif que vous avez vécu. Qu'est-ce qu'il y avait, s'il y en avait ? La deuxième question, c'est, je comprends ce que vous dites sur la religion, mais en même temps, ce sont des règles. Et pensez-vous que cette haine s'est créée surtout par rapport aux règles ? Pas bien compris. Au fait qu'il y avait les règles et qu'il y avait de la friction avec ça. Justement, à cause des règles qui sont là tout d'abord, et après toutes ces règles, est-ce que voilà, est-ce que a créé une espèce de haine envers sa... Ah, est-ce que la haine s'est créée envers les règles ? Voilà. Ah, ok, ouais. Merci. Et troisièmement, où est-ce que ça en est niveau sécurité ? Est-ce que vous vous sentez en sécurité maintenant ? Et pour finir, il dit que je respecte tout à fait votre choix, même si moi-même, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous écrivez. Succes. Thank you. Als eerste, de eerste vraag. Wat vind ik positief aan de religie? Nou, ik moet daar wel heel hard over nadenken. Ik denk dat ik het meest positieve aan het geloven, toen ik nog oprecht geloofde... Nou, bijvoorbeeld je moest sowieso 5 keer per dag bidden. Nou, dat vond ik niet zo heel leuk of zo. Maar voor het slapen gaan kon je dan wel even je problemen kwijt aan God. En in die tijd geloofde ik natuurlijk nog dat die bestond en dat die ook al mijn problemen ging oplossen. Dus als ik zag dat er ruzie in de familie was of weet ik veel, dat mijn vader geldproblemen had of zo, ik zeg maar wat. Of dat iemand ziek was in de familie. En ik kon dat gewoon soort van kwijt bij God voor het slapen in een gebed. Of in een, hoe noem je dat? Een dua. Ja, dat je zeg maar bidt tot God dat hij dat allemaal oplost. Dat was wel een heel fijn gevoel. Dus
dat je het bij iemand neerlegt en dat diegene het voor je gaat oplossen. Dat je daar helemaal verzekerd van bent. Want in die tijd twijfelde ik helemaal niet aan zijn bestaan. Dus ik dacht, oh ja, nu heb ik het allemaal verteld, dus het komt hoe dan ook goed. En bijvoorbeeld ook dingen als dat je... als er iemand doodging, dan wist je van, oh ja, diegene gaat naar het paradijs. Nou, dat gaf mij een heel fijn gevoel. Want ik heb dat liever dan dat ik niet weet waar diegene naartoe gaat. Of dat ik überhaupt denk van, oh ja, diegene ga ik nooit meer zien of zo. Ja, dat is wat negatiever natuurlijk. En suikerfeest vond ik altijd wel leuk. En dat was omdat je op het suikerfeest, tenminste toen ik jong was, was dat de enige dag waarop ik geld kreeg van familieleden. Dus als ik mensen hun hand ging kussen, dan kreeg ik van iedereen minimaal wel 10 euro, 20 euro. En dat was dan aan het einde van de dag heel veel geld, waar ik het hele jaar mee moest doen. Dus dat was wel, dat was wel leuk voor mij. Dus ik keek daar echt naar uit en mijn broertje ook. Dus ik denk dat dat wel de meest positieve dingen waren van het geloven. Ramadan zelf, dus het vaste zelf, vond ik niet per se heel leuk. Vooral in de zomer was dat echt ontzettend waar. Maar ja, die diners op het eind, in de avond, vond ik ook wel gezellig. Dat je dan een hele lange tafel had met allemaal familieleden. Iedereen had natuurlijk de meest lekkere dingen gekookt. Dat vond ik wel gezellig. Dus ik denk dat dat de meest gezellige momenten waren met betrekking tot religie. Tweede vraag was, even denken hoor. De tweede vraag had betrekking tot de religie. Ja. Ik snap wat u bedoelt, maar het zijn regels. Dat aspect eigenlijk vooral. En het ging nog over de afkeer die gecreëerd is door negatieve gebeurtenissen. Ja. Ik denk niet dat ik een afkeer heb van religie. Ik zie wel in waarom mensen geloven. Van mij hoeft ook echt niet iedereen atheïst te worden. Integendeel, het atheïsme is niet zo aantrekkelijk eigenlijk. Je gelooft niet in een hel of hemel. Je gelooft dat alles toeval is. Je gelooft niet in dat slechte mensen gestraft worden en goede mensen beloond. Je gelooft dat de doden nooit meer terugkomen. Dat zijn niet per se hele gezellige dingen of zo. Dus ik snap wel waarom mensen heel graag geloven. En ook als ik die prachtige gebouwen zie en die mooie feestdagen in elke cultuur, Joodse cultuur, christelijke cultuur, boeddhistische cultuur, maakt niet uit. Religie heeft natuurlijk ook wel heel veel moois voortgebracht. Anders had je al die mooie rituelen niet eigenlijk. Begrafenissen, bidden, kerken, mooie kathedralen. Ik kom toevallig sinds een paar dagen uit Spanje. Daar was ik op vakantie en ik heb daar alleen maar kerken en kathedralen bekeken. Omdat dat is de cultuur die zich heeft gevormd. En dat heeft heel veel schoonheid met zich meegebracht. Dus in die zin heb ik helemaal geen afkeer van religie. Ik denk wel dat religie mensen ook klein kan houden. Soms heb ik het bijvoorbeeld met mijn zusje ergens over. En dan zegt zij, ja, je hebt wijn in de koelkast staan, dat is slecht. En dan denk ik, ja, als je daarmee bezig bent, weet je wel, dat is een beetje een kleine wereld. Je kan ook denken, jij doet jouw ding, ik doe mijn ding, weet je wel. En ik vind dat religie wel een beetje daarop moet focussen. Dat je anderen ook vrijlaat en niet beoordeelt. En ook met andere dingen. Ik heb bijvoorbeeld zelf een koophuis, dus ik heb een hypotheek en dan betaal ik rente. Nou, ik hoef jou niet uit te leggen dat dat hartstikke haram is in de islam. Dus rente, dat mag niet. En dan hoor ik van mijn zusje van, je bent slecht, want je betaalt rente of zo, weet je wel. En dan denk ik, ja, weet je, dat zijn van die dingen die ik niet echt aanmoedig of zo, of mooi vind aan religie. Omdat ik denk, ja, dan bezit je wel een huis. Dus dat is wel beter dan huren. Dus in die zin, en ook wat religie zegt over de rol van vrouwen, over homoseksuelen, ja, daar kan ik het gewoon niet mee eens zijn. Maar dat betekent niet dat er geen mooie dingen aan zijn natuurlijk. Dus ik denk zelf niet dat ik er een afkeer van heb. Ik denk zelf wel dat ik graag dingen anders zou zien. Maar dat is nogmaals mijn mening en iedereen mag gewoon de invulling hebben die ze willen. Derde vraag, hoe is het met mijn veiligheid?
Ja, dat is eigenlijk afwisselend. Ik ben soms op het politiebureau omdat ik een mail krijg met ik weet je huisadres, dat is Huppel de Pupstraat 43. En dan denk ik, iemand weet mijn adres, dan schrik ik daar heel erg van en dan doe ik aangifte. Dus dat is toevallig een maand geleden gebeurd. En dan moet ik voor mezelf ineens besluiten van ga ik verhuizen, wat ga ik doen, wat voor maatregelen ga ik nemen. Ik heb een heel alarmsysteem in huis, politie heeft dagenlang voor mijn deur moeten staan. Dus dat soort dingen gebeuren wel eens. Maar daarna kan het ook weer wekenlang rustig zijn of dat ik helemaal geen nare berichten krijg. Dus het hangt een beetje af of ik op tv kom, wat voor columns ik schrijf in de krant, hoe boos mensen daarover worden, dat soort dingen. Dus er zijn soms momenten dat ik me heel erg onveilig kan voelen en soms weer dat ik heel lang niks hoor, zeg maar. Dus dat. Ja, dankjewel. Okay. Gut, also die erste Frage war von den negativen Ereignissen. Ich habe hier so total viele Notizen. Also positive Ereignisse, ob es die auch gab, das war vor allem eigentlich so die Frage. Da hat sie schon gesagt, ja, da muss ich jetzt ganz lange überlegen, ob es das auch gibt oder gab, aber die gab es bei mir, wo ich in der Zeit, wo ich noch so ein richtig, noch richtig geglaubt habe, lange her, und wo ich noch fünfmal am Tag gebetet habe, zum Beispiel vorm Schlafen gehen, das war so die Anekdote. Also dann dachte ich zum Beispiel an Streit, die es zu Hause gab, oder Geldprobleme der Eltern, des Vaters oder Krankheiten in der Familie und so weiter. Und das konnte sie dann in den Gebeten irgendwie verarbeiten und Gott eigentlich übergeben. Und das war so eine Art von, ja, das hat sie verbunden mit einem Gefühl der Sicherheit eigentlich, weil Gott wird da bestimmt eine Lösung finden, ohne Zweifel. Da gab es keine Zweifel. Überhaupt an der Existenz schon mal, Existenz Gottes, das schon mal. Und das war natürlich ein total schöner Gedanke, also wenn jemand stirbt, dann sieht man sie später, wenn ich sterbe, auch einfach wieder zurück im Paradies. Also dieses Konzept des Paradieses, das ist einfach, das kam da auch zurück. Zuckerfest, also solche Ramadan, das sind auch noch Beispiele, wo sie gute Erinnerungen hat, wo sie zum Beispiel auch Geld von Familienmitgliedern bekommen hat oder wo man abends an einem langen Tisch zusammengesessen hat und wo es einfach sehr stimmige Zeiten auch waren. Also das waren gute Erinnerungen. Dann die zweite Frage. Sie erfährt eigentlich nicht so einen großen Hass oder so in Bezug zur Religion. Sie versteht eigentlich ganz gut, warum Menschen glauben oder glauben möchten. Der Atheismus ist auch nicht gerade so attraktiv, könnte man sagen. Es gibt viele gute Sachen, die Religionen gebracht haben, zum Beispiel in der Architektur. Also man kann sich zum Beispiel auch schon mal nicht nur die christliche Religion anschauen, sondern auch die jüdische und so weiter. Es gibt schöne Architektur, es gibt schöne Rituale, schöne Kathedralen, Kirchen und so weiter. Und sie war gerade auch im Urlaub, glaube ich, in Spanien, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da hat sie natürlich auch wieder auch genau das Gleiche, also auch diese religiöse Kultur erfahren, gesehen, Kirchen, Kathedralen und so weiter. Schönheit hat das auch mit sich gebracht. Aber, es gibt auch ein großes Aber, Religion bringt auch nicht nur Schönes. Also das muss man natürlich auch mal sagen. Also zum Beispiel, so das war auch eine kleine Anekdote mit der kleinen Schwester, zum Beispiel vom Wein. Ne? Wein steht im Kühlschrank, das ist schlecht. Ne? Also man kann auch sehen, wie beschränkt eine kleine Welt dann so sein kann. Das ist auch Religion. Sich freilassen, Freiheit und nicht urteilen, beurteilen, das ist eigentlich, was sie wichtig findet. Gut, und natürlich, was auch sehr schlecht ist, ist, was die Urteile, die es gibt über Frauen, Homosexuelle und so weiter. Also keinen Hass,
aber sie hätte es trotzdem sehr gerne anders gesehen. Und gut, dann die letzte, dritte Frage in Bezug zum Schutz, zu ihrer Situation im Moment. Das wechselt sich so ein bisschen ab. Also sie ist manchmal im Revier und dann hört sie, dass jemand ihre Adresse weiß und dann gut. Und was macht sie dann? Immer diese Entscheidungen. Ziehe ich um oder bleibe ich? Und die Polizei ist dann mal eine Weile, steht dann vor dem Haus, hält Wache. Und dann passiert wieder wochenlang nichts. Also das hängt alles da, ist eng miteinander verbunden mit ihrer TV-Präsenz, könnte man sagen. Gibt es ein Interview, hat sie was in der Zeitung publiziert, dann wird es wahrscheinlich heikel. Aber wochenlang auch wieder nichts. Alors, elle dit pour la première question, qu'est-ce qu'il y avait de positif dans la religion? Elle a dit, je dois réfléchir un peu. Bien sûr que prier 5 fois par jour, elle trouvait ça pas fou. Mais quelque chose qu'elle trouvait chouette, c'était par exemple, avant d'aller dormir, elle avait pour habitude de raconter tous ses problèmes à Dieu dans une sorte de prière. Et elle aimait bien ce sentiment justement de pouvoir se débarrasser de tous ses problèmes, que ce soit des problèmes financiers ou des tensions dans la famille, et de savoir que Dieu va s'en charger. Rien que de raconter tout ça à quelqu'un, ça lui faisait du bien. Donc ça en est un. Elle disait aussi que quand il y a quelqu'un qui meurt, c'est beaucoup plus chouette de penser qu'il va aller au paradis plutôt que de se dire bon, je ne le verrai plus jamais. Ça aussi, ce sentiment, elle a bien aimé. Bien sûr, le ramadan, c'était dur, c'était difficile, mais elle aimait bien à la fin des journées, quand il y avait tout le monde qui se rassemblait autour d'une table, c'était festif, ça, elle trouvait ça chouette. Et aussi la fête après le ramadan, quand elle a reçu de l'argent de la part des autres aussi, ça aussi, c'est un chouette souvenir. Donc voilà, pour en lister ceux qu'elle a trouvés en tant que positifs. Concernant la deuxième question, elle dit qu'elle ne ressent pas de haine envers la religion. Elle peut comprendre pourquoi il y a des gens qui croient, qui sont religieux. Et elle dit qu'il y a des chouettes choses à voir dans la religion. Il y a des bâtiments, il y a des fêtes, tout ça, c'est super attractif. Par exemple, elle dit qu'elle revient de vacances en Espagne, là, elle a vu des cathédrales, elle a vu autre chose. Donc c'est la religion qui a formé la culture et il y a de la beauté partout, ça c'est vrai, mais il y a un grand mais, il y a aussi toutes les contradictions qui viennent avec. Elle a par exemple cité sa sœur qui venait en visite et il y avait une bouteille de vin au frigo et elle lui a sorti le vin c'est mauvais. Et donc ces pensées préformulées, que ce soit par rapport à la consommation d'alcool, par rapport aux personnes homosexuelles, par rapport aux femmes, ça c'est juste trop. Et elle trouve ça important de ne pas juger et de ne pas avoir de haine envers des faits ou des personnes. Concernant la troisième question, niveau sécurité, elle dit que c'est comme ci, comme ça. L'autre jour, elle a encore dû aller au poste de police parce qu'elle a reçu un mail dans lequel on lui disait « je sais où tu habites, alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je dois changer de maison ? Qu'est-ce que je dois faire ?» Il y a plein de questions qui se posent à ce moment-là. Donc, pendant quelques jours, il y a un policier devant la porte et ça va peut-être être un événement qui est arrivé après qu'elle a été à la télé ou après qu'elle a écrit quelque chose au journal. Donc ça varie, il y a des temps forts, on va dire, et il y a des moments qui sont beaucoup plus calmes. Donc ça dépend toujours. Ok. Gut, ich würde sagen, 3 Fragen an Jenny Erpenbeck. 3 questions pour Jenny Erpenbeck. Et on doit... Ouais, on a encore une petite vingtaine de minutes, noch so 20 Minuten haben wir, und dann gibt es auch noch Zeit zum Signieren natürlich, aber genau, das Mikro kommt nach vorne. Also 3 Fragen für Jenny Erpenbeck. Also, ihr Buch endet ja zuerst, also kurz vor Ende wird ja der Asylantrag von allen, also es wird ja nicht mal zugelassen, dass Asylanträge gestellt werden, es wird ja eben auf die EU-Verordnung zurückgewiesen, und dann nach ihr, wo im Buch ja diese auffälligen 2 leeren Seiten kommen, gibt es trotzdem noch so ein schönes Ende. Also es ist ziemlich utopisch. Auf einmal werden nicht alle, aber viele Flüchtlinge aufgenommen und am Ende gibt es eben dieses schöne Beisammensein. Und da frage ich mich, also was hat sie dazu bewegt, dass sie eben doch noch ein glückliches Ende an dieser Geschichte geben und nicht einfach es dabei belassen, einfach bei die Asylanträge werden alle abgelehnt und eben vielleicht ein tragisches Ende dazu lassen.
Voilà. La question est par rapport à la fin. Il dit qu'à la fin, il y a tout plein de demandes d'asile qui ne sont pas acceptées, qui sont refusées. Et puis, il y a deux pages un peu blanches et puis il y a une belle fin. Tout le monde se retrouve, c'est chouette, c'est gai. Pourquoi avez-vous choisi d'insérer cette fin joyeuse pour pas, pourquoi pas juste avoir laissé la fin triste que tout est refusé? Ja, inderdaad. Een vraag die gaat over het einde van het boek, waarbij dus veel asielaanvragen worden geweigerd. Maar daarna komen er nog de laatste twee pagina's eigenlijk die tamelijk utopisch zijn en positief zijn. En ja, waarom is er niet gekozen voor een tragisch einde? Het is ja zo, es gibt ja sehr viele von den Leuten, die hier in dem Buch vorkommen, die rausgehen müssen aus dem Asylbewerberheim, die also faktisch abgelehnt sind. Und das, was Sie jetzt als Utopie bezeichnet haben, besteht ja eigentlich darin, dass Richard eine Zwischenlösung findet, die gar keine politische Lösung ist, sondern eine private, temporäre Sache. Denn dass irgendwie, ich weiß nicht, 12 Leute bei ihm wohnen und irgendwer unterm Klavier schläft, kann keine Dauerlösung sein, das ist ganz klar. Was ich gut fand, war an dieser Utopie ein ganz anderer Aspekt. Also die Unterbringung ist ja nach wie vor offen. Was ich wichtig fand, war, dass ganz am Ende auch klar wird, dass, wie soll ich sagen, dass Richard in seiner auch also Beschränktheit, also ich meine nicht Dummheit, aber in seiner Beschränktheit in den Fehlern, die er gemacht hat, plötzlich auch als Ratsuchender dasteht und nicht mehr als jemand, der immer alles weiß. Und das war mir wichtig, dass das Gespräch plötzlich sich umdreht und darin besteht vielleicht die Utopie und das ist ja tatsächlich was, was man sich wünschen kann, dass jeder auch mal in seiner, wie soll ich sagen, in seiner Ratlosigkeit und Verlorenheit auch sich jemand anderem öffnet, unabhängig von der juristischen Situation. C'est vrai que, enfin, à la fin, beaucoup de gens ont dû justement quitter cet hébergement. Et cette utopie que vous décrivez, c'est Richard Richard qui trouve une solution pour qui peut durer un certain temps. Bien sûr que accueillir 12 personnes dans sa maison avec quelqu'un qui dort en dessous du piano, bah, c'est pas très réaliste à long terme. Mais ce qu'elle trouvait important comme message à la fin, c'est que Richard, ou Richard, je ne sais pas vous l'avez, comment vous l'avez prononcé quand vous l'avez lu, qui soit quelqu'un qui ne sait pas tout. Il a donné beaucoup de conseils, il sait beaucoup de choses pendant l'histoire, mais qu'il reste quelqu'un qui soit limité, qui ne sait pas tout, qui a besoin de conseils, et de montrer que même quelqu'un qui est un peu dans l'insécurité, qui a besoin d'autres gens, il sait s'ouvrir. Ça, c'était le message important pour elle à la fin. Ja, inderdaad. Richard die dus een soort van tussenoplossing heeft gevonden en dus ja, iedereen thuis heeft eigenlijk. Zelfs onder een 12 mensen een huis heeft en zelfs iemand onder een piano heeft liggen. Nou, dat kan geen duurzame oplossing zijn, niet voor altijd. Nou, en deze situatie is belangrijk voor het einde, waarbij dus Richard eigenlijk ook als persoon even wordt teruggehaald. Dus eigenlijk iemand die normaal alles weet en overal een antwoord op heeft. Maar nu is hij beperkt. En hij heeft ook geen antwoorden op deze moeilijke situatie. Nou, en dat staat, dat is eigenlijk het belangrijkste. En ook een boodschap van de schrijver aan de lezer. Hè, van, nou, als je geen, je zult te maken krijgen met situaties waarbij je niet een kant-en-klaar antwoord hebt, probeer je dan te openen, open te staan. En wie weet wat komt. Noch eine Frage für Jenny Erpenbeck. Das. So, wie leid. Sie haben mit vielen Leuten geredet, natürlich über dieses Buch und über generell, weil Sie ja Interesse daran haben, haben Sie ja auch viel darüber erzählt. Meine Frage wäre jetzt,
also weil der Professor natürlich auch mit vielen Leuten redet, wie viel davon ist von diesen Gesprächen direkt übernommen? Also wie viel davon ist fiktiv und wie viel ist davon inspiriert? Also wie sozusagen diese Gespräche zustande gekommen sind in dem Buch und wie das, also was das zu tun hat mit den Gesprächen, die sie hatten für das Buch. Ja, okay. Dus deze vraag gaat over de gesprekken die mevrouw Eppenberg heeft gehad, waar ze ook al eerder inderdaad iets over zei. Er zijn heel veel gesprekken geweest met andere mensen. Nou, de vraag is dus inderdaad hoeveel uit deze gesprekken is fictief of geïnspireerd of daadwerkelijk gewoon letterlijk overgenomen in het boek. C'est une question qui concerne tous les dialogues, tous les qu'il y a eu dans le livre, parce que vous-même, Jenny Erpenbeck, vous avez beaucoup été en conversation avec les réfugiés. Combien de ce que nous on retrouve dans le livre est fictif? Combien est condensé? Comment se fait la relation entre les entretiens que vous avez eus et ce que nous on sait lire dans le livre? Ja, also jedes Buch ist ja so eine Mischung aus dem Material, was einem zur Verfügung steht, weil man es tatsächlich gut kennt und Dingen, die man in das Buch auch reinschreibt oder auch die, wie soll ich sagen, den Ausschnitt, den man wählt, den man erzählen will. Der Ausschnitt ist natürlich immer gemacht, auch wenn das Material authentisch ist. In dem Buch ist Richard vollkommen erfunden, auch die Geschichte von Richard, obwohl ich manche Aspekte eben auch kenne, also natürlich von meinen Eltern oder ja, also ich kenne so Teile davon, aber der ist im Prinzip eine erfundene Figur. Bei den Afrikanern war es mir wichtig, also ich habe die Geschichten von den Afrikanern als Dokument empfunden, wo mir das auch nicht zusteht, da drin rumzufuhrwerken, nur weil ich Schriftstellerin bin. Die wollte ich gerne, also die Dinge, die Afrikaner dort in dem Buch erleben, sind tatsächlich mir erzählt worden. Mir ist aber viel mehr erzählt worden. Also ich habe eine Auswahl getroffen und natürlich ist es nicht 1:1 sozusagen so, wie es erzählt wurde, ist klar. Man muss es dichter machen und so weiter. Das Interessante an dem Buch für mich war auch, ich denke sonst immer vorher sehr, sehr lange nach und dann schreibe ich das Buch. Bei dem Buch war es eben ganz anders, weil ich wusste nicht, was mir während der Recherche passieren würde. Und parallel dazu habe ich geschrieben schon und die Liste der Szenen, die ich in das Buch reinnehmen wollte, weil ich sie wichtig fand, wurde immer länger und die Zeit bis zur Abgabe immer kürzer und deswegen war es auch in gewisser Weise eine sehr anstrengende Arbeit, weil ich zum Schluss geschrieben habe wie ein Teufel. Weil ich einfach wollte, dass bestimmte Dinge drinstehen. Weil ich auch Entdeckungen gemacht habe und wollte, dass die Leser auch diese Entdeckungen sozusagen teilen mit mir. Also das war auch der Sinn von dem Projekt. Elle dit que tout livre est un mélange de matériel qui est à notre disposition et chaque fois c'est forcément un extrait, ce n'est qu'un extrait qu'on peut montrer et cet extrait est très restreint et très, très subjectif malgré que tout le matériel était authentique. Donc pour Richard, c'est un caractère complètement fictif, ça c'est sûr. Pour les personnages africaines, tous les documents qu'il y a eu, toutes les histoires qu'il y a eu sont vraies. Et elle s'est dit, je n'ai surtout pas le droit, même si je suis écrivaine, je n'ai pas le droit d'y manier, d'y manipuler. Donc ce sont les vraies histoires qu'on lui a racontées. Par contre, on lui a raconté beaucoup plus. Donc ce sont vraiment, encore une fois, des petits extraits qu'elle a pu choisir. Normalement, quand elle écrit un livre, elle réfléchit d'abord, puis elle passe à la rédaction. Sauf que pour ce projet-ci, elle ne savait pas du tout quel impact ça allait avoir sur elle-même. Donc, elle a commencé à écrire en même temps. Tout se passait en parallèle.
Et la liste d'histoires et de petits faits qu'elle voulait intégrer dans le livre devenait de plus en plus grande. Le temps qu'elle avait, enfin l'échéance de vraiment pour rendre le livre devenait de plus en plus petit. Donc à la fin, elle était vraiment, elle disait comme le diable, elle écrivait parce qu'il y avait tellement de choses qu'elle voulait encore faire entrer là-dedans. Parce que aussi, elle avait fait tellement de découvertes avec ce projet-là, de découvertes qu'elle voulait partager justement avec les lecteurs et lectrices, parce que c'était ça aussi le but justement de ce projet-là, de partager ces découvertes. Nou, ieder boek is een mengelmoes van materiaal dat ik tot beschikking heb. En je kiest altijd een fragment. En een fragment is gemaakt, ook al is het materiaal authentiek. Richard is, het hoofdpersonage dus, Richard is, en het verhaal achter hem is fictief. Verzonnen dus. En ook al zijn er wel aspecten die aan dit personage verbonden zijn, die mij wel bekend zijn. Bijvoorbeeld via mijn ouders. En dan Afrikaanse mannen. Nou, dat zijn zaken die zijn zeker waar. En die zijn me daadwerkelijk verteld. Weliswaar niet altijd één op één. Maar er is zoveel, zo'n hoeveelheid aan zaken die ik inderdaad in die gesprekken heb gehoord. Dat kan ik er niet allemaal aan kwijt. Interessant bij dit proces, schrijfproces, is dat bij dit boek heel anders was dan bij de andere boeken. Ze wisten ook niet precies wat er tijdens het onderzoek zou gebeuren. En er is een heleboel gebeurd. Een parallel proces van onderzoek doen en schrijven. En heeft enorm veel teweeg gebracht. Een enorm intens arbeidsproces is dit geweest. De lijst van scènes werd langer. En de tijd tot de deadline werd steeds korter. Heb als een duivel geschreven. Een duivelsproces. En heb in dat proces ontdekkingen gedaan die ze absoluut op papier wilden hebben, die erin moesten staan en aan de lezer aan de lezer moesten worden verteld. Dat was het doel van het project. Ik geloof, we hebben nog tijd voor een laatste vraag, bevor je hier gerne zum signeren hochkommen kunt. On a encore le temps pour une toute dernière question avant que vous puissiez venir ici pour faire signer vos livres. Darf ich auch an Lale Gül die Frage stellen? Oder? Ja. Okay, gut. im Buch wurde ja quasi ihr Freund Freak genannt. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und ich wollte fragen, ob er sich nach der Veröffentlichung vom Buch gemeldet hat, beziehungsweise sie selber darauf angesprochen hat, wie er das Buch fand. La question concerne votre petit copain, Freak, dans le livre. Est-ce que vous avez eu de ses nouvelles après la parution du livre? Et si oui, qu'est-ce qu'il en a pensé? Ja, de vraag is over Freek. En heeft hij zich nog na de publicatie van het boek bij gemeld? En wat heeft hij ervan, wat heeft hij daarover aangegeven? Wat was zijn mening? Ja, dat is wel een grappige vraag. Ik heb Freek natuurlijk alleen maar positief beschreven in mijn boek. En ik denk dat elke man daar super blij mee is als je iemand op die manier beschrijft. Ik denk elke vrouw trouwens ook. Dus als je als perfect wordt beschreven, dan snap ik wel dat je daar heel blij mee bent. Dus die had niks te klagen. Hij heeft me nog opgebeld om te zeggen dat hij het super verrassend vond dat ik een boek had geschreven waarin hij en zijn familie in voorkwamen. Dat had hij niet verwacht nadat we 3 jaar al niet meer met elkaar spraken. Dus dat het zoveel gelezen werd en dat het verfilmd werd en dat hij straks ook te zien is in een film, dat is natuurlijk nogal wat. Zonder dat je het weet, zeg maar, want ik heb hem helemaal niks verteld. Maar hij vond het, hij was eigenlijk gewoon blij verrast. En hij vond het juist heel cool dat hij in het verhaal voorkwam. En wij hadden elkaar op dat moment, toen we elkaar weer spraken, hadden we elkaar dus 3 jaar niet gesproken, omdat ik het dus uit had gemaakt vanwege dat het allemaal heel moeilijk werd met mij en mijn relatie met hem en mijn relatie met mijn familie. En daarna had hij eigenlijk gewoon weer een nieuwe vriendin. En ik was ook gewoon weer verder gegaan met mijn leven. Dus ja, het voelde voor mij alsof ik gewoon een soort van oude vriend sprak.
En ja, het was verder gewoon helemaal goed. Dus wij zijn nooit slecht uit elkaar gegaan of zo. Dus dat, ja, dat was gewoon helemaal prima. Hij was er alleen maar blij mee. En zijn familie ook, dus dat scheelt. Das war eine sehr, also sehr lustige Frage, hat Lale gesagt. Also Frick war eigentlich nur, also wurde ja an dem Buch nur sehr, sehr positiv beschrieben. Und jeder Mann und jede Frau müsste doch eigentlich sehr froh damit sein, wenn man so, also so eine Figur in einem Buch wiederzuerkennen ist. Also er dürfte sich absolut nicht beklagen, gar nicht. Und er hat mich angerufen nach der Publikation und war, fand es super. Überraschend fand er es vor allem auch, dass er und auch seine Familie in dem Buch vorkamen und also in dem Buch sich befinden, beschrieben wurden. Und überraschend fand er vor allem auch, dass es ja, also so oft gelesen ist, so und sogar noch ein Film davon, dass es das auch noch bald gibt. Das ist total überraschend, überwältigend, wenn man nichts davon weiß und dann auf einmal das Buch dann sieht und dann da als Figur drinsteht. Okay. Dann, man muss auch noch dazu erwähnen, dass sie sich schon 3 Jahre nicht mehr gesprochen haben. Lale hat Schluss gemacht, die Beziehung wurde natürlich sehr schwierig, da ja, ihre Beziehung zu ihrer Familie, dann diese Beziehung natürlich sehr schwierig gemacht hat, komplex gemacht hat. Aber das Gespräch mit Frick 3 Jahre später war unkompliziert. Es hat sich angefühlt als ein alter Kumpel, hat schon eine neue Freundin, aber trotzdem, es hat sich angefühlt als ein Gespräch mit einem Kumpel und es war alles völlig in Ordnung. Elle dit que c'est une question assez rigolote. En fait, vous l'avez lu, elle a dépicté de manière mais hyper positive et elle dit que chaque homme ou même chaque femme qui se retrouve décrite de manière wow dans un livre doit en être contente et doit, enfin, il a rien à se plaindre. Et effectivement, il était très surpris. Il faut dire que avant, pendant 3 ans, il y avait, enfin, ils n'étaient pas en contact, donc il était très surpris du fait qu'elle en a fait un livre, que là, il y aura même un film qui va sortir, et que c'était un grand best-seller comme ça, et de se retrouver là-dedans en tant que personnage, lui et sa famille, ça l'a très très surpris, mais de manière positive. Donc là, entre-temps, enfin, chacun a avancé dans sa vie. Lui, il a une nouvelle copine. Elle aussi, elle a avancé dans sa vie. Mais de manière générale, vraiment, lui, il en est très content. Et sa famille aussi. Enfin, sa famille à lui. Ouais. Voilà, voilà. Ich glaube, wir können damit die Fragerunde hier abschließen. Und genau, es ist jetzt 42, also die Busse fahren in 20 Minuten. Ich glaube, da ist noch ausreichend Zeit. Vielleicht gerne wieder Priorität. Achso, sind alle mit Bussen da. Dann nicht streiten, jeder kommt dran. Einfach hier vorbeikommen, denn die beiden Autoren singen. Eine Runde Applaus natürlich auch. Zéro priorité cette fois-ci parce qu'il y a des bus qui partent dans tous les sens. Non. Donc soyez gentils, il y aura de l'espace pour tout le monde pour les signatures. Ja, das super leuk om te doen. Super leuk om te doen, ja. Nou. Hier nicht.